Ja, Jan Völsing, ich bin momentan noch in Teilzeit an der Hochschule Pforzheim bis Anfang nächsten Jahres, bin nebenbei noch im Startup-Bereich tätig und als freier Berater und Speaker unterwegs. Wen das alles mehr interessieren sollte, einfach mal bei Google oder YouTube oder LinkedIn oder SlideShare. Also egal, wo man digital sucht, ich glaube, man wird mich finden. Einfach da mal ein bisschen suchen und dann finden wir schon was. Gut, also zu dem Vortrag Shifting Learning Spaces. Man sieht es schon unten an diesem kleinen New Work braucht New Learning. Das ist das Buch, wo auch der Axel Koch, deswegen habe ich mich gefreut heute, Axel, dass du mit dabei warst. Du hast ja auch einen kleinen Videoimpuls zugegeben. Insofern, ja, zumindest mal dich digital wiederzusehen, hat mich gefreut. Und da habe ich mir so eine kleine Sache aus diesem Buch rausgepickt, was natürlich allerdings jetzt erst nächstes Jahr, wahrscheinlich erst Mitte nächsten Jahres erscheinen wird, weil die Prozesse von Verlage arbeiten langsam. Aber nichtsdestotrotz können wir uns ja schon mal so ein paar Inhalte davon angucken. Und das sind eben jetzt diese Shifting Learning Spaces. Also wir gehen eigentlich jetzt auf eine Metaebene und schauen mal auf das Thema Lernen von oben. Wo kommen wir her? Wo sind wir momentan ziemlich gut drin unterwegs? Und wohin verlagert sich aus meiner Sicht zumindest der Fokus in Zukunft? Und ich glaube, das ist auch relativ anschlussfähig zu den Impulsen, die wir davor gehört haben. Ja, die Shifting Learning Spaces, wo kommen wir her? Da sehen wir erstmal so in der klassischen, ich habe es mal blau-orangene Welt genannt, so unsere üblichen Verdächtigen. Das sind Trainings, das sind über die Zeit haben wir eben nicht nur Trainings angeboten, sondern wir haben das Ganze auch digital unterstützt mit Lernmanagementsystemen. Wir haben vom Jan schon gehört, das ist sozusagen die erste Welle der Digitalisierung, das sehe ich sehr ähnlich. Und wir haben unsere Lernenden auch mal hier und da auf eine Konferenz geschickt. Das Wichtige daran ist, dass wir eigentlich in diesem Kontext die Inhalte immer vorgedacht und vorgegeben haben. Also Planung, Steuerung, Kontrolle, das waren dort Themen, die wir dort professionalisiert haben. Und die waren auch in diesem Lernkontext und der Unternehmenskontext, um es genauer zu sagen, auch wertstiftend. Jetzt hat sich allerdings der Kontext geändert und viele reden von dieser ominösen VUCA-Welt, also alles wird schnelllebiger, schwerer planbar, komplexer. Also ist die auf uns bezogen, jetzt auf Lernen bezogen, die Halbwertszeit von Wissen ist enorm rückläufig. Spätestens seit Corona haben wir uns ja auch schon mal mit exponentiellen Kurven beschäftigt, also die Informationsexplosion jetzt bei uns von vorhandenen Wissen und wie schnell sich das verändert, dass es hat sich eklatant beschleunigt. Und deswegen kommen wir mit diesen klassischen Lernwelten alleine nicht mehr weit, aus meiner Sicht, zumindest nicht mehr lange. Und deswegen gibt es jetzt ja, neue Lernräume, die sich da nicht nur am Horizont auftun, sondern die eigentlich schon in vielen Organisationen immer stärker präsent sind. Und ich will diese gar nicht eigentlich neue Lernräume nennen, ob die jetzt digital oder analog sind, ist jetzt dahingestellt, sondern eher komplexere. Und was wir dort sehen, sind viele Themen, die wir im Lernumfeld oft als Workplace Learning oder Performance Support bezeichnen, also hier oben in dem operativen Unterstützen der Lernenden. Und dabei geht es aber eigentlich sehr stark darum, dass wir den Status quo oder die vorhandenen Fähigkeiten verbessern, also weiter ausbauen, Dinge effizienter machen zum Beispiel. Was wir aber in einem Kontext auch noch benötigen, wo sich eben das Marktumfeld dementsprechend auch schnell ändert, ist der Bereich der explorativen Lernräume, also der projektorientierten Lernräume, um eben die Leute auch Experimente machen zu lassen zu können, um damit sie mal was ausprobieren, was sie vielleicht noch nie zuvor gemacht haben. Also diese Räume, diese beiden Räume gilt es für uns eigentlich zu balancieren in der Organisation sehr stark. Wer das Thema projekthaftes oder innovationsorientiertes Lernen interessiert, dazu habe ich auch mal einen Artikel geschrieben, den schicke ich gern noch mit in die Runde, mir da einfach Bescheid sagen. Des Weiteren haben wir immer mehr Netzwerke, die um uns herum aufpoppen und uns in unserer Arbeit und unseren Lernprozessen auch ja, sehr gut unterstützen können.
Das wohl bekannteste Netzwerk in Deutschland in dem Corporate Learning Umfeld ist die Corporate Learning Community. Da habe ich zum Beispiel das CLC, das lokale CLC in Karlsruhe gegründet. Bin jetzt gerade vor einer Woche nach Mainz gezogen. Man sieht noch, hier ist alles irgendwie noch so weiß und leer. Ja? Und werde versuchen, auch dort das mit zu initiieren oder mich den Frankfurtern anzuschließen. Des Weiteren gibt es zum Beispiel vom E-Learning Journal noch dieses Community of Practice oder F&E-Netzwerk, wo sich mittlerweile 70 Firmen zusammengetan haben, um eben explorative Projekte, Fördergeld unterstützt durch BMBF zum Beispiel, zu initiieren, um auch eben mal Sachen gerade im KI-Bereich ausprobieren zu können. Oder das, was wir heute machen, Meetups, das ist ja genau diese Netzwerke, die sich da auch eben noch weiterhin gründen. Des Weiteren gibt es dann in diesen komplexeren Lernräumen oder Lernwelten eben auch noch dieses ominöse Internet, ja, mit all seinen Informationsquellen. Wir kennen zum Beispiel vielleicht hier die MOOC-Plattform Coursera, edX, wo wirklich auch hochklassige Inhalte zur Verfügung gestellt werden, meistens kostenlos. Für mich die absolute größte Lernschatz, unendlicher Lernschatz ist für mich YouTube. Ich glaube, es gibt nichts, was man nicht über YouTube zumindest initial sich aneignen kann durch Imitieren dieser unglaublichen Inhalte, die es dort gibt. Wenn wir uns jetzt mal diese beiden Lernwelten sozusagen anschauen, dann gibt es da zwei eklatante Unterschiede. Und die sagen auch viel darüber aus, wie sich die Personalentwicklung von ihrem Reifegrad weiterentwickeln soll. Wir haben auf der linken Seite eigentlich, das ist alles sehr planbar, steuerbar, kontrollierbar. Wir geben es vor. Auf der rechten Seite, also das Operative, das Lernen in Netzwerken, das Lernen über multiple Informationsquellen, wie zum Beispiel im Internet, das ist im Prinzip kaum noch steuerbar oder voraussehbar oder planbar. Und da sehen wir auch schon einen großen Shift für uns selbst als Lernangebote-Gestalter. Also wir gehen über von krassen Push-Systemen, wo wir alles vorgeben, wo wir es vorplanen, hin zu Pull-Systemen. Und viel wird momentan darüber geredet, dass das Mindset der Lernenden sich ändern muss oder soll oder darf, ja, wie man es nimmt. Der Reifegrad der Lernenden ist da mit Sicherheit auch ein Teil dieser Formel. Allerdings beginnt der Wandel immer erstmal bei uns selbst und nicht bei den anderen. Das bedeutet, auch wir als Personalentwickler müssen eben diesen Mindshift zulassen, um zu sagen, okay, wir pushen jetzt nicht, wir denken nicht alles vor, sondern wir integrieren die Lernenden eben auch viel stärker in unsere Lernprozesse. Des Weiteren ist ein eklatanter Unterschied. Auf der linken Seite ist Arbeitszeit ungleich Lernzeit. Das heißt, wir schicken dort Lernende immer in künstliche Vehikel, wie ein Training, wie eine Lernplattform, eine Konferenz. Auf der rechten Seite kann Arbeitszeit nicht mehr oder ist nicht mehr ungleich Lernzeit, sondern Arbeitszeit ist gleich Lernzeit. Und da sehen wir einen weiteren Wandel, den wir durchlaufen müssen in unseren Organisationen, denn das Thema Organisations- und Personalentwicklung müssen hier für diese Welt sozusagen viel enger miteinander zusammenarbeiten, zusammenwachsen eigentlich. Denn wir müssen sehr viel an den organisationalen Strukturen arbeiten, damit die Lernenden überhaupt die Angebote von uns wahrnehmen möchten. Kurz zusammengefasst, die linke Seite ist eher passiv, lehrerorientiert und umso größer die Organisation ist, umso länger dauert es, bis wir einen neuen Inhalt, ein neues Lernangebot erstellt haben. Das dauert von dem Konzeption, Design, Konzeption, Produktion, Pilotierung, kann das 6 bis 18 Monate dauern. Also ich habe es, glaube ich, auch schon über 18 Monate erlebt und bis dahin ist das meiste eigentlich schon wieder veraltet. Das bedeutet, wir brauchen diese rechte Seite sozusagen, um eben auch die Dynamik am Markt mit abbilden zu können. Und die hat auch so ein bisschen das Credo inne, wie ich Lernen definieren würde. Lernen für mich sollte immer ein möglichst aktiver und sozialer Prozess sein, der immer bestmöglich an ein konkretes Bedürfnis, eine Herausforderung,
also eine Emotion gebunden ist und das Ziel verfolgt, zu einer Verhaltensänderung zu führen. Ohne Verhaltensänderung kein nachhaltiger Lernprozess. Und das gilt es eben auf dieser rechten Seite, unsere Lernenden darin zu unterstützen. Jetzt stehen diese beiden Seiten sich irgendwie so entkoppelt gegenüber und wir sehen hier ja auch schon mal auf der technischen Ebene das Lernmanagementsystem. Hier könnten wir jetzt eigentlich noch die Learning Experience Plattformen hinschreiben, die immer stärker auf den Markt kommen. Die gehen für mich auch noch nicht weit genug. Warum? Erfährt man in dem Buch. Aber ein kleiner Teaser sozusagen dazu. Ich rede in diesem Kontext sehr gerne von Integrated Learning Ecosystems, also eine Plattform, die eben noch ein bisschen weiter denkt wie ein LXP-System. Eins ist dafür allerdings auf der technischen Ebene extremst wichtig. Wir können das mit unserem intelligenten, KI-gestützten Entwicklungsassistenten vergessen, wenn wir nicht anfangen, Daten zu sammeln. Daten aus diesen Systemen, Daten aus diesen ganzen Systemen, diese aggregieren. Erst dann können wir wirklich personalisierte, individuelle Lernpfade zur Verfügung stellen. Das können wir bedingt auch ohne KI und ohne Automatisierung. Aber das ist extrem aufwendig und extrem teuer auf die Zeit. Deswegen, glaube ich, brauchen wir da die technische Unterstützung. Abschließend zu meinem kurzen Impuls könntet ihr euch vielleicht jetzt noch fragen, hat der Jans gerne bunt? Ja, warum hat er da so viele Farben drin? Und diese beiden Lernwelten, Entwicklungswelten, Reifegrade sozusagen, die beruhen auch auf einem Modell aus der Entwicklungspsychologie namens Spiral Dynamics, was eben auch sehr viel mit menschlicher Werteentwicklung und Haltung zu tun hat. Und da gehe ich jetzt nicht drauf ein, das ist für eure Unterlagen, könnt ihr euch mal angucken. Dort seht ihr auch diese Reifegrade, die wurden ja eben auch schon davor kurz, ich glaube vom Harald war es, beschrieben. Gerade beim Menschenbild in dieser Excel-Tabelle waren wir uns schon sehr nah mit diesen Entwicklungsstufen hier. Und das zeigt eben auch nochmal Organisationsentwicklung. Dort gibt es Reifegrade Richtung New Work. Und es gibt auf der Learning-Seite gewisse Reifegrade und die sollten eben in einer Balance sich weiterentwickeln, dass wir unsere Organisationen auch morgen noch kraftvoll zubeißen lassen können. Okay, ja, so viel zu meinem kleinen Impuls, wo sich unsere Lernwelten hinentwickeln. Ich würde sagen, die Fragen, ja, entweder jetzt eine kleine oder dann eben kurz im Anschluss, wie ihr möchtet. Vielen Dank. ESN wurde gefragt, für was das steht. Das war so ein das ist ein Enterprise Social Network, also sowas wie ein Unternehmens-Facebook oder ein Unternehmens-LinkedIn, um es professioneller auszudrücken. Also ein Social Intranet. Das ist übrigens auch das Forschungsgebiet an der Hochschule, wo ich noch arbeite. Dort erforsche ich, wie ich genau diese Arbeitstools wie die Microsoft M365 Lernwelt, die eben auch so ein Enterprise Social Network darstellt, oder Koyo als deutscher Anbieter, wie ich diese für Lernen benutzen kann, weil ich die künstliche Trennung zwischen Lernen und Arbeiten aufheben möchte.